So, nachdem wir jetzt unser Erdgeschosswände erzeugt haben, danach die Obergeschosswände, fehlen eigentlich bloß noch die Kellergeschosswände. Und die können wir natürlich jetzt wieder neu modellieren, wie wir es ja auch schon gemacht haben. Ich möchte allerdings hier noch eine andere Variante zeigen, die viel schneller geht und auch interessant ist, gerade wenn man jetzt hier bereits schon Wände hat. Sie können nämlich auch Wände geschossweise kopieren und auf die Art und Weise relativ schnell Geschosswände erzeugen. Gerade ist es dann interessant, wenn sich das immer wiederholt, wenn so wieder ähnliche Geschosse immer ähnlich aufgebaut sind. Das ist natürlich Quatsch, jedes Mal immer neu zu modellieren. Dann macht es eigentlich Sinn, also ein Geschoss einmal zu konstruieren, dann immer nach oben zu kopieren. Das möchte ich mal kurz demonstrieren, und weil die Außenwände vom Erdgeschoss sind ähnlich aufgebaut, was die Basislinie angeht, wie die Kellergeschosswände. Ja, wie mache ich das? Ich wähle zunächst hier die Wände aus vom Erdgeschoss. Ich fahre hier mit der Maus quasi über eine Erdgeschossaußenwand, bis die blau wird. Dann tue ich die Tabulator-Taste drücken. Jetzt wird der gesamte Wandzug ausgewählt. Jetzt klicke ich auf die Auswahl, habe jetzt hier die Erdgeschosswände in meiner Auswahl und gehe jetzt hier auf Kopieren. Hier in der Registerkarte ändern, kann ich hier auf Kopieren gehen. Jetzt wird quasi werden diese Wandzüge in die Zwischenablage kopiert. Und jetzt gehe ich hier auf Einfügen und wähle jetzt hier an ausgewählter Ebene ausgerichtet. Ja, es soll quasi an einer speziellen Ebene, sollen jetzt diese Wände ausgerichtet, heißt an derselben Position eingefügt werden. So, jetzt kann ich hier die Ebene auswählen, bietet mir jetzt quasi alle Ebenen an, die dafür geeignet sind. Also im Prinzip, wenn man so will, alle Grundrissebenen, und wähle jetzt hier Kellergeschoss, Unterkante, Bodenplatte. Nee, Oberkante, Bodenplatte, das hier oben. Oberkante, Bodenplatte soll quasi, also auf der Bodenplatte sollen quasi die Wände aufgestellt werden. Jetzt gehe ich auf OK. Jetzt fügt er sie mir hier unten ein. Allerdings oben habe ich ein Problem, darauf weist er mich jetzt hin. Denn hier, also die Unterkante, die Ausrichtung der Kelleraußenwände, was die Unterkante angeht, ist okay. Aber hier bei der Oberkante, da hat er ein bisschen ein Problem, das zuzuordnen, weil er jetzt nicht weiß, bis wohin soll er sie ziehen. Er hat sie quasi bis zu dieser hier gemacht, also bis, das dürfte die Ebene sein, Erdgeschoss, Oberkante, Fertigfußboden. Ja, und dadurch bekomme ich jetzt hier eine Überlappung. Ich werde es mal kurz im Schnitt mir anschauen, dann sieht man es, glaube ich, auch ganz gut. Ich schalte mal jetzt hier um auf Projektbrowser, hier auf dem Schnitt. Ja, und dann sieht man hier, das sind die Kellerwand, ne, die gehen hier bis. Ne, hier, also immer die Wälder Kellerwände auswählen. Und dann sieht man hier, sie geht quasi hier bis zur Ebene, also fast bis zur Ebene Erdgeschoss, Oberkante, wie also diese drüben. Fertigfußboden, wie ich es gesagt habe. Allerdings, wenn Sie die Wände eigenschaftlich mal angucken, dann ist das hier noch mit einem Versatz irgendwie eingestellt. Also hier bei der, er wusste zwar, wo die unten hingehört, ja, mit der Unterkante, aber mit der Oberkante, da hat er irgendwas gewählt, um die Höhe irgendwie konstant zu halten, also wenn er dieselbe Höhe hat wie hier. Und das tun wir aber relativ leicht ändern. Das machen wir allerdings in der 3D-Ansicht, geht es ein bisschen besser. Geht zurück in die 3D-Ansicht, klickt wieder hier auf eine Kellerwand. Oder nicht klicken, zeig auf eine Kellerwand, bis die quasi hervorgehoben wird, so blau. Jetzt drücke ich die Tabulator-Taste, werden quasi alle Kelleraußenwände jetzt entsprechend angezeigt. Markiere diese, gehe jetzt hier in die Eigenschaften, Abhängigkeit oben und sage hier, das soll bis Erdgeschoss, Oberkante, Rotdecke gehen. Und ohne Versatz. Also ohne Versatz 0. So, gehen wir hier auf Anwenden. Jetzt haben wir das entsprechend jetzt hier gepasst. Und natürlich müssen wir auch noch den Wandtyp ändern. Ja? Dann haben wir natürlich hier unten im Keller einen anderen Wandtyp. Und da wählen wir hier den Wandtyp aus. Der ist auch schon angelegt. Stahlbeton 25, Wärmedämmung 10 cm. Und schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. So sieht es jetzt aus. Ja, also hier haben wir jetzt einen sauberen Abschluss. Hier haben wir eine Betonwand. Und wenn wir das Ganze im Schnitt nochmal anschauen, wo war hier der Schnitt? Ist das auch wieder entsprechend hier sauber ausgerichtet. Ja, also auf die Art und Weise können Sie rein theoretisch auch relativ schnell dann geschossweise so ein Gebäude nach oben wachsen lassen, indem Sie halt sich dann schon mal die Wände auswählen und entsprechend nach oben kopieren. Ich sehe gerade, hier habe ich noch vergessen, die Kellerdecke zu löschen, die Kellerdecke, sondern eine Decke zu löschen. Einfach auswählen, entfällt, und dann haben wir wirklich alle denselben Stand, nämlich hier nur die Außenwände.
Ja, ich hoffe, Ihnen zeigen zu können, wenn Sie einmal das Ganze super eingerichtet haben oder möglichst praktisch, dann geht das dann relativ schnell dann in weiterer Folge, wenn Sie dann die Bauteile einfach bloß noch in Anführungsstrichen zusammenbauen müssen.